Hi, wir sind heute hier in Münster, um gegen Tierversuche hier in dieser Stadt zu demonstrieren. Münster hat Deutschlands größtes Affenlabor Covens, in dem jedes Jahr 2000 Affen in qualvollen Giftigkeitsprüfungen erst leiden und dann getötet werden. Münster hat außerdem an der Universität jede Menge Tierversuche. Über 40.000 Tiere mussten hier im vergangenen Jahr sterben. Wir setzen uns dafür ein, dass Tierversuche endlich abgeschafft werden und dass eine tierversuchsfreie Forschung installiert wird. Und dafür kämpfen wir heute mit einer weiteren Demo. Wenn ihr in Münster seid, in der Nähe seid, kommt vorbei. Wir sind hier auf dem Stubengassenplatz. Gleich geht's los. Und wir brauchen eure Unterstützung. Seid dabei, guckt auch unsere Stories und ihr werdet von uns hören heute. Initiative Transparente Tierversuche, zu der Astrid gleich noch etwas sagen wird, lassen wir uns nicht blenden. Unser Widerstand geht weiter, auch wenn wir heute mit weniger Menschen hier stehen als vor 2 Jahren. Tierversuche gehören abgeschafft. Münster hat also das Affenlabor Covens, viele, viele Tierversuche an der Uni und am MPI und zudem besagtes Verlautbarungsorgan der ExperimentatorInnen. Das sind mehr als genug Gründe für Ärzte gegen Tierversuche, um hier in diesem Sommer gleich mehrere Schwerpunktaktionen durchzuführen. Bereits seit über einem Monat fahren 3 Linienbusse durch die Stadt, die mit großen Lettern sagen, Tierversuche sind unmenschlich. Seit Dienstag hängen nun 90 Citylight-Poster in der Stadt, von denen ein freudiger kleiner Affe mit großen Augen die BetrachterInnen direkt anschaut. Die Botschaft an die Menschen: Wussten Sie, dass in Münster schwangere Affen vergiftet werden? Die Plakate machen deutlich, dass der typische Tierversuch überhaupt nicht... Tiere raus! Raus aus den Laboren! Tiere raus! Raus aus den Laboren! Tiere raus!
Wir haben ein paar Blumen verteilt. Wir werden jetzt weitergehen mit unserem Zug. Für einen Moment noch werden wir das leise tun. Und alle Menschen, die Blumen in der Hand haben, dürfen diese Blumen nun bei den Affen ablegen. Also es war eine super Demo hier in Münster. Wir hatten ungefähr 180 bis 200 Menschen, die teilgenommen haben. Und wir freuen uns. Es hat super funktioniert. Das Wetter hat bis zum Schluss mitgehalten. Dann fing es an zu regnen. Aber ich bin richtig glücklich bei jedem Einzelnen, der heute hierher gekommen ist oder auch aus Münster hier teilgenommen hat und ja, den Tieren eine Stimme gegeben hat und auch für eine sinnvolle Forschung heute eingestanden haben. Vielen Dank an alle.